In diesem Video geht es um die Montage des Schiebetürbausatzes BES Komfort mit Rahmentyp B. Es wird erklärt, wie man von der Planung bis zum Einbau vorgeht. Alle Kapitel werden unten in der Videoleiste angezeigt. Für die Montage empfehlen wir die folgenden Werkzeuge: Gliedermaßstab oder Maßband, ein Bleistift, Säge für Aluprofile, Gummihammer und einen Akkuschrauber mit 5er und 8er Bohrer. Das Ausmessen ist ein wichtiger Bestandteil für die spätere Montage. Hierbei misst man von Wand zu Wand und von Decke zu Boden an mehreren Stellen. Es muss dabei immer vom kleinsten Maß ausgegangen werden. Wenn beim Messen der Höhenunterschied mehr als 1 cm beträgt, müssen später die Schienen unterfüttert werden. Bei der Bestellung des Bausatzes wählt man die Flügelanzahl, die Schienenlänge und die Schienenläufigkeit aus. Bei der Bestellung werden unsere Bausätze grundsätzlich ohne Türfüllung ausgeliefert. Falls Füllungen aus Holz benötigt werden, erhält man diese bei Baumärkten, Holzfachhändlern oder bei einem Tischler. Wenn man Gläser einsetzen möchte, erhält man diese selbstverständlich bei einem Glaser. Auf der Artikelseite findet man auch Zubehör. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel unser Softclose. Für den passenden Zuschnitt der Aluminiumprofile nutzt man den Füllungs- und Profilrechner oder die Montageanleitung. Hierzu ist ein Link in der Videobeschreibung. Zum Füllungs- und Profilrechner gelangt man aber auch über die Artikelseite. Im Rechner kann man die Maße eintragen, aber auch die Anzahl der Flügel und die Art der Füllung. Optional kann man hier auch Unterteilung auswählen für füllungsteilende Querprofile. Wenn alles eingetragen ist, drückt man auf Maße berechnen. Jetzt werden alle Zuschnittsmaße, die man selbst vornehmen muss, angezeigt. Wenn der Bausatz angekommen ist, kann der Zuschnitt beginnen. Dieser erfolgt passend zu den vorher errechneten Maßen. Zugeschnitten werden die seitlichen Griffprofile, unteres und oberes Querprofil und die Schienen. Das Ganze ist elektrisch, aber auch per Hand möglich. Nach dem Zuschnitt erfolgen die Bohrungen. Hierbei ist es wichtig, dass die Griffprofile nebeneinander gelegt mit der dünnen Seite nach außen zeigen. Für die Bohrung nutzt man entweder die Bohrschablone aus dem Karton oder die Vorlage auf der letzten Seite. Am oberen Teil der Schiene ist es jeweils eine Bohrung und am unteren Teil sind es jeweils zwei. Mit einem 5er Bohrer wird jedes Loch ganz durchgebohrt. Mit dem 8er Bohrer wird anschließend durch die erste Profilschicht gebohrt, damit die Schrauben in das Profil passen. Jetzt kann man die Füllungen einsetzen. Bei einer 10 mm Holzfüllung kann man die Profile mit einem Gummihammer befestigen. Wenn die Füllung 8 mm beträgt, benötigt man eine zusätzliche Ausgleichsdichtung. Bei der Verwendung einer Glasfüllung werden umlaufend immer Glasdichtungen benötigt. In das obere Querprofil werden die Führungsrollen eingesetzt. Diese zeigen mit dem größeren Überstand nach vorne. Jetzt können alle weiteren Profile angebracht werden. Anschließend wird das Griffprofil mit dem unteren Querprofil verschraubt. Hierbei wird jeweils das obere der beiden Bohrlöcher verwendet. Danach verschraubt man das obere Querprofil mit den Griffprofilen. Die unteren Führungsrollen werden jetzt montiert. Es wird hierzu die mitgelieferte Metallfeder auf die Rolle gesteckt und die Rollen jeweils an den Enden eingeführt und verschraubt. Wer sich für füllungsteilende Querprofile entschieden hat, kann diese einfach wie im Kapitel zuvor montieren. Es besteht die Möglichkeit, diese zu verschrauben, diese ist aber nicht zwingend notwendig. Für die Berechnung nutzt man den Füllungsrechner oder die Montageanleitung. Beim Einbau sollte der Abstand zu Möbeln gemessen von der Schiene 2 cm betragen. Die obere Schiene dient nur zur Führung und somit reichen bei einer 2000 mm langen Schiene 6 Bohrungen. Eine jeweils an den Enden in jedem Schienenlauf und zwei versetzt in der Mitte mit 50 cm Abstand zueinander. Die Löcher sollten nach dem Bohren entgratet werden. Welche Seite der Schiene bei der Befestigung nach vorne zeigt, ist vom eigenen Geschmack abhängig. Für die Befestigung der oberen Führungsschiene empfehlen wir 6er Schrauben und Dübel. Nach dem Verschrauben der oberen Schiene wird die untere Führungsschiene aufgelegt. Die Führungsschiene wird noch nicht befestigt, da die Tür erst eingesetzt wird, um auszuloten und zu markieren. Anschließend werden die Positionsfinder seitlich in die untere Führungsschiene eingeschoben und an die markierte Stelle geschoben. Es wird damit die Parkposition der Tür festgelegt.
Bei einer Wand-zu-Wand-Montage können diese nach dem Kleben nicht mehr entfernt werden. Jetzt kann die Bodenschiene mit doppelseitigem Klebeband an der zuvor markierten Stelle befestigt werden. Die Anschlagbürsten werden einfach in das Griffprofil eingezogen. Wenn diese nicht verwendet werden, können die Bohrlöcher nach der Feinjustierung mit den Abdeckkappen verdeckt werden. Die Tür kann jetzt wieder in die Schienen eingesetzt werden. Hierzu kann man auch die unteren Führungsrollen leicht anheben. Für einen Höhenausgleich von bis zu einem Zentimeter können die Schrauben verstellt werden. Jetzt ist die Schiebetüranlage fertig und wir wünschen viel Spaß an der selbstgebauten Schiebetüranlage.